Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Christoph Jelanek, der CEO der Freenet-Gruppe. So, mal ein paar Fragen zum praktischen Arbeiten so als Manager. Ich meine, man muss ja irgendwie sich auch selber weiterbilden oder ständig irgendwie verbessern. Hast du bestimmte Dinge, die du tust oder Methoden, die dir helfen, dich ständig zu verbessern und vielleicht auch zu überprüfen? Also meine schlimmste und strengste Kritikerin ist meine Frau. Die kennt mich relativ lang und wenn ich der was erzähle, dann stellt die mir immer böse Fragen oder kritisiert. Ich glaube, grundsätzlich ist ein Familienrückhalt sehr wichtig in so einer Rolle. Das andere ist, ich habe schon über die Jahre Freunde aufgebaut, die vergleichbare Aufgaben haben, wo man dann im angstfreien Raum mal offen über die Dinge diskutiert und sich austauscht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ja. Weil man schon in manchen Diskussionen ja den Eindruck, also ich will es jetzt nicht glorifizieren, das habe ich die ganze Zeit versucht, das nicht zu groß zu machen. Nur es ist eine sehr spezielle Rolle. Und am besten kann man über die Rolle sprechen, wenn man Leute hat, die die vergleichbare Rolle haben oder hatten. Und die muss man sich suchen. Und da bin ich in einer sehr angenehmen Situation, dass ich über meine Aufsichtsratsmandate, über Freundschaften, über ehemalige Kollegen so einen kleinen 4-5 Leute habe, mit denen ich diese Dinge spreche. Und da fühle ich mich gut aufgehoben. Und die haben dann auch den Mut zu sagen, das verstehe ich nicht oder das hört sich für mich falsch an oder warum hast du das so gemacht? Das ist schon gut. Also viel Peer-Learning, sagst du, das ist spannend. Und ansonsten so institutionell gibt es Dinge, die du noch tust, was ich einmal im Jahr bestimmtes Training absolvieren oder irgendeine bestimmte Auszeit? Nein, also ich mache keine Coaching-Sessions oder irgendwie sonst was. Ich lese auch keine Management-Bücher. Habe ich nie gemacht. Das fand ich immer langweilig. Ja, ich glaube, der Ausgleich zu sagen, ich gehe auf den Berg und schaue durch die Landschaft und rede dort mal mit dem Bauern, an dem ich zufällig vorbeikomme, das ist viel wertschöpfender und lernt man viel mehr fürs Leben, als wenn man... Ich lerne viel mehr aus solchen Situationen. Ich möchte ein bisschen reinpieksen, also wenn du jetzt von Büchern sprichst beispielsweise und sagst, okay, du lernst mehr. Warum ist das? Also ich meine, wenn jemand Erfahrungen gemacht hat und die Erfahrungen irgendwie gut rüberbringt, dann kannst du ja Fehler, die jemand anders gemacht hat, vermeiden. Also so ein Buch kann ja total wertvoll sein. Für dich ist das jetzt weniger so. Warum? Ich mag das nicht lesen. Ich glaube, das ist es eher. Ich schaue mir schon mal auf TED oder irgendwo was an oder ich schaue mal eine interessante Doku an. Ja. Ihr habt zum Beispiel ein Faible für Dokus über Designer und Modeschöpfer. Weil die, oder Künstler, weil die erzählen ja dann was über ihren Kreativprozess und wie sie mit sich selber hadern. Die sind ja eher Einzelkämpfer, wenn sie Modeschöpfer sind, dann müssen sie es in die... Da lerne ich viel. Ich mag das aber nicht ich mag es nicht lesen. Also ich erinnere mich gerade an eine Doku, ich glaube auf Netflix ist die, ohne jetzt Werbung zu machen, Abstract heißt die. Da geht es auch irgendwie um Designer und die Prozesse. Und ich finde auch, dass man manchmal von so einer ganz anderen Art zu arbeiten, auch ganz viel lernen kann, ne? Irgendwie die anders denken. Also, Oberklasse, es gibt ein Interview, The Lost Interview mit Steve Jobs von 1984, oder ich glaube 84 oder sowas, 84 oder 94, also lang vor iPhone, wo er philosophiert darüber, wie seine Produktlogik ist, wie Management ist, wie er Leute aussucht und so weiter. Kann man, glaube ich, bei Amazon Prime angucken. Super, toll, 55 Minuten Spitze und es ist nicht iPhone und ich weiß alles besser. Klasse. Es gibt ein ganz tolles eine Doku von Dries van Noten. Das ist ein Herren-Modedesigner, wo er beschreibt, wie der Kreativprozess funktioniert und wie intensiv das ist und dass er das mit seinem schwulen Partner seit 20 Jahren macht, wie das ist. Da lernst du viel über Menschen und über Führung und so. Und da habe ich das ist mein Elixier. Muss anfassbarer sein irgendwie, ne? Also als das Buch wahrscheinlich für dich.
In dem Buch kann ich ja nicht ins Gesicht schauen. Ich weiß nicht, ob es ehrlich ist. Und Bücher haben dann den Trend noch dazu, dass die eine gewisse Dicke haben müssen, was zwangsläufig dazu führt, dass die irgendwie wahnsinnig langatmig werden und beliebig wiederholen. Ja. Also die Tatsache, dass Blink so erfolgreich ist, ja, ist ja genau der Beschreibung, dass die Leute nicht bereit sind, so lang zu lesen. Und die Kurzzusammenfassung gibt aber das nicht wieder. Ja, also ich rede lieber mit Leuten oder sehe sie. Verstehe ich, ja. Na, in meinem Kopf triggert das gerade noch mehr Beispiele von coolen Dokumentationen. Es gibt beispielsweise Last Chance University, Last Chance U. Das ist eine Dokumentation über Football-Coaches an irgendwie Colleges. Wirkt erstmal total weit weg von Management und ähnlichen Dingen, was ich aber super spannend finde. Du kannst ja durch diese Dokumentation, sind irgendwie 10 Folgen oder sowas pro Staffel, siehst du halt, wie der Coach eigentlich versucht, etwas Bestimmtes hinzubekommen und du kannst ihm zugucken, wie er Fehler macht die ganze Zeit. Also das ist total spannend. Ich meine, wir haben ja keine Kamera dabei den ganzen Tag, also man kann ja nicht im Videobeweis nachher nochmal gucken, wie sich das Ganze, wie das Ganze da aussah. Aber ich habe, das ist ja jetzt Ping-Pong, ja. Das triggert bei mir wieder die Erinnerung, ich habe so einen Cousin, der 20 Jahre älter ist und der ist Techniker und der ist zwergwüchsig. Und der hat an der Universität gearbeitet und hat Gerätschaften entwickelt für die Rehabilitation von Händen. Und hat ein Startup, heute würde man sagen Startup, er hat damals ein Unternehmen ausgegründet aus der Universität, hatte irgendwann 100 Leute, war sehr erfolgreich, aber er ist halt zwergwüchsig und ein bisschen schwieriger Mensch. Und ich habe damals gesprochen mit ihm, wie es ihm geht. Und er sagt, du, das geht super, ich habe jetzt nur festgestellt, seit wir so groß sind, ich habe die Führung vom Unternehmen abgegeben. Ich sage, an wen denn? Und er sagt, er hat einen Footballtrainer eingestellt. Der hat keine Ahnung von unserem Geschäft, aber was der kann, ist, der läuft jeden Tag durch die Reihen, der klopft den Leuten auf die Schulter, der motiviert, die ist alles super. Und ich mache Entwicklung. Und da, das fand ich so irre, das fand ich so reif, und der hat ihm richtig Anteile gegeben. Ja. Er hat verstanden, was er kann und was er nicht kann. Und für das, was er nicht kann, hat sich jemand geholt. Das liest man nicht in einem Buch. Ja, hast du recht. Das sind dann coole Geschichten, die einen berühren, irgendwas, was man halt so erlebt hat. Aber wenn ich mir jetzt auch so einen Coach vorstelle, der hat ja ganz oft die Situation, dass irgendwie es läuft nicht und man weiß nicht genau, warum es nicht läuft. Und die Situation ist einfach verfahren. Habe ich nicht. Nie. Nein, habe ich nicht. Soweit kommt es nicht. Weil? Weil ich vorher, ich merke das früh und dann arbeite dran. Ich kenne die Situation kenne ich nicht. Dass du nicht weißt, wie du die Leute wieder zusammenbringst? Wenn die, ich stelle mir jetzt so das Kampf hier vor. Ne? Also die natürlich, das habe ich 50 Mal gemacht, muss man auseinandernehmen, mit jedem Einzelnen reden, herausfinden, was ihn wirklich stört, was dahinter steckt, eine Brücke bauen und dann wieder einen Raum sperren. Und dabei kein Coach, der mir erzählt, dass man das so macht. Und das dahinter steckt, das ist ja meistens was Emotionales dann, oder? Ja, und das muss man rauskitzeln. Wenn ich die Motivation von Leuten verstehe, kann ich sie verändern. Wenn ich die Motivation nicht kenne, wird es beliebig schwierig. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn du eine Unternehmenskultur auf einem weißen Blatt mal zeichnen würdest, wie würde die aussehen? Da sind ganz viele kleine Punkte. Und darüber gäbe es einen, und rundherum gäbe es einen großen Kreis. Erklär mal. Die Kultur fasst Individuen und Einzelkulturen, die Unternehmenskultur muss sie zusammenfassen, ohne sie einzuengen. Deshalb wäre ein Punkt, das wäre dabei Luft dazwischen, ohne sie einzuengen, aber sie muss trotzdem über allem stehen. Ist ja was Organisches irgendwie in der Kultur. Ne? Also das Bild, was du gerade sagst, in meinem Kopf ist das fast wie so eine Mikrobe. Genau, oder genau. Das muss sich verändern können, da kommt was dazu, dann muss es das umklammern, ohne es sofort einzugemeinden oder so. Es gibt von Lencioni, heißt der Robert Lencioni, heißt der Robert von dem? Auf jeden Fall Lencioni, das stimmt, gibt es ein Buch 5 Dysfunctions of a Team und vermutlich hast du es nicht gelesen, wenn du Bücher nicht so gerne magst. was der ganz cool macht. Aber wir können ja darüber reden. Genau, jetzt funktioniert es ja. Also was ganz cool ist an dem Buch, er zeichnet im Prinzip so die Bedürfnisse, die man hat und welche Dinge halt schief gehen, warum Teams nicht miteinander funktionieren. Und das Wichtigste, was er halt so, wenn man sich so eine Maslow'sche Bedürfnispyramide vorstellt, jetzt quasi der untere Baustein, hat er gesagt, das ist emotionale Sicherheit. Ich muss immer das Gefühl haben, dass etwas nicht gegen mich verwendet wird, wenn ich eine Schwäche zeige zum Beispiel. Ist das das Wichtigste? Angstfreier Raum. Genau, absolut. Ist das das Wichtigste in einer Kultur?
Das ist ein extrem wichtiger Umstand, ob das ein Element der Kultur, also die Kultur wäre jetzt, wir schaffen immer solche Räume oder wir sanktionieren nicht, wenn jemand sich öffentlich einen Fehler leistet. Ja, also das ist ein wichtiger Baustein. Ich wollte noch eines, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte mich nicht mit dem, also erstens, ich habe mit Schwerpunkt Personalwirtschaft studiert. Ja. Also ich habe diese und Führung. Also 2,5 Bücher gelesen. Ich musste damals ein paar Bücher lesen und ein paar Seminararbeiten schreiben. Ich habe mich sehr intensiv mit dem damals als Jugendlicher schon beschäftigt und als Student. Und ich habe später über die Jahre Gelegenheit gehabt, relativ viele Managementkurse zu besuchen, die teilweise über einen langen Zeitraum gingen. Also ich sage mal, dass ich heute keine Bücher mehr lese, die letzten 15 Jahre, ist wahrscheinlich auch, dass ich glaube, die wesentlichen Dinge habe ich schon... Für die wesentlichen Dinge habe ich den theoretischen Background. Du hast mich zuerst gefragt, ob ich Hobbypsychologe oder Psychologe bin. Ich habe ja ein Faible dafür. Ja. Also ich glaube, da gibt es einfach eine Grundlage und deshalb habe ich dort nicht das Gefühl, dass ich mich da eklatant weiterbilden muss. Passt vielleicht ein bisschen zusammen mit dem, was du vorhin sagtest, dass dieser Begriff New Work ist eigentlich irgendwie das Gleiche, nur mit einem neuen Label. Und ich meine, Menschen und wie Menschen interagieren, verändert sich ja nicht so signifikant. Das heißt, es gibt eigentlich nur neue Labels, die dann anders... Genau, also die Reaktion auf Reize oder Emotionen, die sind über Jahrhunderttausende in unser Betriebssystem geschrieben. Ja, die löscht man nicht so schnell. Und dass Lob und Anerkennung als Führungsprinzip immer funktioniert, ist so. Es hat für mich lange gedauert zu verstehen, dass das Gegenteil von Lob nicht Sanktion ist, sondern das Gegenteil von Lob ist kein Lob. Ich möchte eine Kultur schaffen, etablieren, wo die Leute sagen, ich weiß, es wird bei uns gelobt und davon gibt es Gradienten. Und wenn ich kein Lob kriege, dann ist es, dann giere ich danach. Das wäre eine gute Motivation. Übrigens, ja, Stichwort Kulturen. Im Schwäbischen sagt man, glaube ich, nicht geschimpft ist gelobt nur. Also nicht geschimpft ist genug gelobt. Da siehst du in so einer, sagen wir, einfachen Sprache stehen viele Dinge, wo andere fette Bücher darüber schreiben. Spannend. Also ist vielleicht dann das geflügelte Wort des Tages. Vielen Dank. Vielen Dank.